Das ist eine Message an deinen Vater. Vater, du hast die Mutter betrogen, du hast mich betrogen, du hast sowas von dermaßen versagt in deinem Leben. Du kannst mich mal. Und ich sag dir was, ich bin momentan verliebt in ein Mädchen, die richtig menschlich geil drauf ist. Und das weißt du nicht. Sabrina! Jetzt hör sie mal an, guck sie mal an, die Sabrina. Sabrina, geh wieder zurück und geh langsam raus, Sabrina! Das ist meine Freundin. Ich habe außerdem gesagt, nicht Zementa, Sabrina! Tamal! Ja, bleib da stehen! Du kriegst die niemals ins Gesicht gesagt. Geh wieder zurück, wir beginnen von neu, Sabrina, du hast es wieder falsch gemacht. Also ich sage euch kurz eine Situation von, wenn du hast ein Problem, Leute labern über deine Schwester, Freundin, Vater, Mutter, egal. Ich sag dir, wie du das regelst, verstehst du? Was hab ich gehört letzte Mal, ey? Du hast das dreimal erzählt über meine Schwester, hä? Eh? Was? Oh, du Pisser, was laberst du über mich, ey? Zementa, zeig mal nur deinen Fuß! Dein Fuß! Jetzt wieder zurück! Das kriegst du von mir, Fuß. In Arabien ist das Schlimmste, wenn jemand dir einen Fuß zeigt. Und du weißt, wie hässlich Zementa Füße sind. Zementa, das ist echt wichtig. Hör auf, mit mir so zu reden, wenn ich so... Wenn ich... Denkst du, ich guck einfach so nach hinten. Ich guck, weil ich mich gerade nicht konzentrieren kann, Vater. Weil ich lachen musste, wie ich dich gerade beschimpfe. Hast du eigentlich mitgekriegt damals, als ich kurz die Schambehaarung frühzeitig bekommen habe, wie es mir da ging? Ich hatte nur bis zur Hälfte die Schambehaarung. Meine ganze Klasse hatte eine volle Schambehaarung. Und warum? Weil du sie damals nicht richtig hingetan hast. Bei dir habe ich es auch mal gesehen, als ich klein war. Ich habe so gesehen, dass bei dir nur zur Hälfte bewachsen war. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Und dann bleibst du locker wieder. Lächeln. Hey, lauf dein Weg, du Pisser. Laber mich nicht mehr. Du Mann, ey. Du sollst nicht so dumm labern, no. Was, du laberst nicht? Du laberst doch. Was, du laberst? Du Labersack. Boah, war das eine geile Zeit, Vater, als du auch von mir einen auf die Fresse bekommen hast, weißt du noch? Da waren wir am Grillen und die Mutter hat was Falsches gekocht und dann habe ich ausgeholt und der Mutter und dann du der Mutter und du dann mir und dann ich dir und dann noch dem Opa. Das war so geil, weil dann lagst du da. Das war so geil und ich habe dir nicht geholfen, bewusst, weißt du, damit du selber lernst. Und du liegst da und ich so, hey Vater, du hast dich sowas von verdreht. Dein Bein ist verdreht. Ich hab gelacht. Ich so, dein Bein ist verdreht. Ich so, dein Bein ist verdreht. Dein Bein ist verdreht. Ich so, hey Vater, dein Bein ist verdreht. Dein Mutter! Boah, ey, ich werde nicht aggressiv, ey. Mutter! Dein Bein ist verdreht. Von der Mutter, dein Bein ist verdreht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich so, ey Vater, steh auf und so. Dann ist er abgehauen, weil er keinen Bock mehr hatte. Guck, ich werde direkt sentimental, wenn ich irgendwie, weil ich habe fast geheult gerade. Ja, ja, geile Zeit war das damals. Das war so geil, ey. Naja, ja. Du kannst mich. Und wenn du dich in Zukunft meldest, dann melde dich auf der 0176 und nicht auf der anderen. 0176232266. Und ich auf der 0175, die habe ich nicht mehr. Paar scheiß Leben, wenn ich drüber nachdenke, aber scheiß Leben, ey. Aber scheiß Leben, aber guter Bizeps. Wolltest du noch was fragen? Vielleicht, wie es mir gegangen ist, als du gegangen bist. Ich glaube, weniger.
dann haben wir es, glaube ich, auch für uns jetzt mal beendet. Wenn du mir unter die Augen kommst, ey, ich vertrete das andere Knie.